Für uns ist es selbstverständlich, dass morgens, wenn die Läden öffnen, immer frisches Obst und Gemüse in den Regalen glänzt. Aber wie schaffen das eigentlich die kleinen Obst- und Gemüsehändler? Die müssen ja vorher auch noch alles einkaufen. Mein Kollege Martin Dunkelmann, der hat mitgearbeitet und festgestellt, dass Obst- und Gemüsehändler einer der härtesten Jobs überhaupt ist. Wo ist denn die Petersilie, Mensch? Da. Galileo-Reporter Martin Dunkelmann ackert in Murat Beachers kleinem Berliner Obst- und Gemüseladen mit und will wissen, welcher Aufwand ist nötig, damit wir jeden Morgen frische Paprika kaufen können. Und wie hart ist das Geschäft mit dem Lieferservice, den Murat wie viele kleine Gemüsehändler zusätzlich betreibt? Alter, 100 Kilo Weintrauben! Oh. Was Martin gar nicht wusste, das Obstgeschäft geht mitten in der Nacht los. Also, es ist kurz vor 2 Uhr nachts. Ich bin aufgestanden und muss gleich los zum großen Markt. Ich habe noch den Geschmack vom Zähneputzen im Mund, also vorhin am Abend. Und mein Telefon, das hier, ist nicht mehr ganz aufgeladen. Daran merke ich, dass es viel zu früh ist. Großmarkt Berlin, 3 Uhr morgens. Martin ist hundemüde, aber hier herrscht Hochbetrieb. Seit Mitternacht bringen Lkw aus ganz Europa frisches Obst und Gemüse für die Hauptstadt. Martin wartet auf Murat Beecher. Das ist Murat. Murat kauft hier für sein kleines Obstgeschäft jede Nacht frisch ein. Guten Morgen. Moin Murat. Guten Morgen. Na? Na, alles gut, Martin? Ja. Murat, erzähl mal, warum so krass früh? Ja, das ist so, weil die LKWs kommen immer ganz früh am Fruchthof an. Und wenn du dann zu spät hier am Fruchthof erscheinst, ist es so, dass du dann immer den Rest der Ware kriegst. Das heißt, wer zuerst kommt, malt zuerst. Der malt echt zuerst. Und Qualität sichert dem 28-Jährigen sein Geschäft. Ist ja riesig. 30 Großhändler verkaufen hier ihre frischen Waren, aber nur an Gewerbetreibende. Martin überrascht der rasante Gabelstaplerverkehr. Ich habe hier schon mal erlebt, da vorne bei der Firma sind sie einen über den Fuß gefahren. Kein schöner. Ist platt, ne? Morgen soll Martin den Großeinkauf alleine deichseln. Daher erklärt ihm Murat, worauf er achten muss. Was sehr wichtig ist, wenn du die Tomaten hältst, dass die Rispe schön frisch ist. Die Rispe ist grüne. Genau. Die darf nicht trocken sein. Guter Tipp auch für den Supermarkt. Knackige Rispe, saftige Tomate. Auch bei Paprika gibt's einen Trick. Die Stiele müssen heil sein. Da musst du halt auf der Paprika auch immer sehr viel aufpassen, dass du keine Druckstellen an der Paprika hast. Jetzt ist es gut, aber nach 3-4 Stunden fängt er an, dann immer matschig zu werden. Daher in jeden Karton genau hineingucken. Und das bei rund 80 Kisten, die Murat täglich für seinen Gemüseladen kauft. Ey, warum rennst du eigentlich jeden Morgen selber hierher? Warum machst du da keine Angestellten für? Im Einkauf machst du immer deinen Gewinn, das ist immer sehr wichtig. Und ich sage immer, ein Fremder kann die Ware nicht so gut einkaufen wie du selber. Um auf dem Großmarkt gute Geschäfte zu machen, muss man sich auch gut auskennen, wie Martin beobachtet. Was hast du jetzt mit ihm besprochen da? Ja, ich habe jetzt dafür gesorgt, dass die Ware als erstes rausfährt, damit die als erstes rauskommt. Hast du dir ein bisschen Geld gegeben oder was? Ein kleines Taschen, also Trinkgeld. Ach so. Das heißt, wenn er ein bisschen was rüberschiebt, dann ist die Ware schneller draußen. Das ist doch gut. In einer der zahlreichen Imbissbuden auf dem Großmarkt macht Murat immer Pause. Guten Morgen. Hallo, Alfa. Alles gut? 2 Stunden haben sie eingekauft. Alter, ich brauche die Pause hier erstmal. Es ist jetzt kurz vor 5, ich bin mega im Sack. Macht's denn noch Spaß oder nervt das langsam? Ich bin ja damit groß geworden. Mein Vater hat den Beruf schon 30 Jahre lang gemacht. Und ich kenne das ja nicht anders. Weil bei uns war das so, bevor wir damals zur Schule mussten, mussten wir mal schon vorher zum Obststand und eine Stunde mit zum Aufbau helfen. Und dann ging es zur Schule und nach der Schule mal zum Laden. Scheiße. Ja, auch in den Ferien. Wir mussten immer um 7 Uhr im Geschäft sein. Nächste Station, Einkauf rein in Murats Gemüsesprinter. Rund 400 Kilogramm für knapp 800 Euro hat er heute gekauft. Damit zählt er noch eher zu den kleineren Lichtern im Gemüsegeschäft. Spätestens um 6 muss er los Richtung Gemüseladen. 30 Minuten Fahrt in den Südwesten Berlins. Ich könnte jetzt nicht Auto fahren, ich würde jetzt einpennen sofort. Ich erinnere mich noch an Tage, wenn ich ins Auto mich gesetzt habe, ich habe extra die Scheibe aufgelassen, dass ich nicht einschlafe. Manche bedrängen das immer mit Kaffee und so, das war auch keine Lösung.
Immerhin ist es schon hell, als sie am Laden eintreffen. Noch 1,5 Stunden, bis die ersten Kunden kommen. Oh nee. Zuerst muss immer die Außentheke stehen. Du baust auch noch alles selber auf hier morgens? Ja, ja, klar. Vor 35 Jahren hat Murats türkischstämmiger Vater den Laden hier eröffnet. Seitdem ist er eine Kiez-Institution. Am Eingang musst du immer Angebotware haben. Da kosten 2 Kilo 3 Euro, das sorgt den Kunden. Dann gehst du mal preislich mal höher. Martin überrascht das morgendliche Pensum. Jetzt machen wir noch die Preise. Ach Gott, der Preis. Darum geht's ja im Obst- und Gemüsegeschäft. Anschließend Kisten packen. Murat betreibt nämlich noch einen Lieferservice, der ihm wie vielen kleinen Gemüsehändlern das Überleben sichert. Sein Mitarbeiter Daniel hilft ihm, die Bestellungen einzuladen und vertritt ihn im Laden, während er damit zu den Kunden fährt. Um 7 Uhr morgens startet die erste Tour. Mitten im Berliner Berufsverkehr. Parkplätze, Mangelware. Murats Gemüsesprinter parkt zu 90% in zweiter Reihe. Noch ist das Martin unangenehm. Es gibt schon einen kleinen Stau hinter uns. Es gibt in Berlin so einige Straßen, wo das regelmäßig so ist, dass du immer drum rumfahren musst. Und ich raste regelmäßig aus. Wegen Leuten wie Murat. Wollen wir erstmal nur die Saftorangen nehmen? Der Kunde? Ein Restaurant, dessen Chef heute Nacht nicht selber auf dem Großmarkt einkaufen konnte. Murat liefert daher das Nötigste für den Tag. Jetzt machen wir 2 Sackkartoffeln. Die 2 Säcke, die beiden Säcke gehen in die Küche. 25 Kilo wiegt ein Sack. Und deshalb läuft Murats Lieferservice so gut. Viele Gastronomen wollen sich das tägliche Geschleppe selbst ersparen. Ey, das könnte ich niemals im Leben jeden Tag machen. Ich wäre schon längst gebrochen. Einen Keller mit Kühlhaus gibt es auch noch. Alter, mir tun die Arme weh. Anstrengend, oder? Ey, Logo, ey. Wie schaffst du das, Alter, nach dem ganzen Tag? Gewöhnungssache. Irgendwann gewöhnt sich der Körper dran. Ist auch nicht so viel, ist mehr Luft. Oh. 20 Minuten haben sie gebraucht und genauso lange den Verkehr blockiert. Hast du Knöllchen, oder? Nein, ist alles sauber. Aber ist das ein Problem mit Knöllchen? Natürlich, kommt oft vor. Vorletzte Woche hatten wir 3 Dinger dran. Der nächste Kunde liegt direkt an einer Hauptverkehrsstraße. Hier ist zweite Reihe parken richtig gefährlich. Nicht nur für Lieferanten. Ihretwegen muss diese Radfahrerin mitten in den Verkehr ausweichen. Schnell weg! Vor allem schnell zurück in den Gemüseladen. Denn Murats Kundenverkehr läuft schon ohne ihn. Und das Verkaufen ist ja sein Hauptgeschäft. Die Reihenfolge ist ein bisschen ungünstig. Du musst morgens so früh hoch, um 2 auf den Großmarkt. Dann musst du noch die Ware ausliefern an die ganzen Restaurants. Und danach, am Ende, wo du eigentlich ins Bett gehen möchtest, musst du in den Laden und musst freundlich verkaufen. So, sehr lecker, süße, saftige Mandarinen. 2 Kilo, 3 Euro. Der Herr, 2 Kilo. Murat schreist dich ab und zu auch richtig rum. Natürlich, das gehört mit zum Beruf. Ja, so Marktschreier-mäßig? Natürlich. Gibt es da Beschwerden von Nachbarn? Ab und zu, aber die gewöhnen sich dran. Ja? Ja, na klar. Irgendwann fehlt es denen auch. So, okay. Außerdem ein Wunsch. Fleisch, 1, 2 Bananen und hier so ein Weintraubengedöns. Ein schönes Päckchen hier. Martin will die wichtigsten Verkaufstricks lernen. Das macht dann 9 Euro bitte. Viele Kunden kommen wegen der persönlichen Beratung. Murats Motto dabei? Höflich, aber nie zu höflich sein. Nicht arschkriechen oder was? Nein, nicht arschkriechen, immer eine Linie haben. Sonst denken die irgendwann, du willst dir jetzt aufquatschen. Nein, das ist auch nicht gut. Du musst immer einen netten, also einen Gentleman-Eindruck haben. Dann bist du auf jeden Fall gut. Ich versuch's. Mach du mal ein Käffchenpäuschen. Alles frisch, heute Morgen geholt vom Großmarkt. Ja, das ist ja wunderbar. Was darf's denn sein? Clementine, 10 Stück. Murat guckt sich das lieber mit an. So, was darf es noch sein? Und diese Äpfel. Welche sind saftiger, die oder die? Welche sind jetzt saftiger? Ich beiß mal in beide rein. Nee, ich habe keine Ahnung. Weil Geschmäcker verschieden sind, lässt Murat bei Fragen immer probieren. Und gut, ne? Wie viel? 15. Warum kaufen Sie eigentlich Obst hier und nicht gegenüber im Discounter?
weil hier ist die Waage hundertprozentig frisch. Hier kann ich kosten, hier kann ich probieren und kann entscheiden, nehme ich das, das oder das. Kann ich drüben nicht. Dafür zahlt er auch gerne mehr. Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles. Ja, jawohl. Okay. Abwiegen. Dabei muss Martin von jedem Produkt den Preis im Kopf haben. Kilo kostet 5,98 Euro. Was? Ja, die Weintrauben ist jetzt ein bisschen teurer. Murat verkauft oft bis Ladenschluss um 20 Uhr. Schiebt wie viele kleine Selbstständige 18-Stunden-Tage. Martin ist nach seinem ersten Tag platt, aber auch stolz auf sich. Tschüssi. Ciao, ciao. Alter. Und? So. Geht, ne? Klasse. Eigentlich sind es drei Jobs in einem. Er ist irgendwie Händler am Großmarkt, er ist Lieferant und er ist Verkäufer hier im Laden. Und das ist echt knochenhart. Noch mehr Respekt hat er vor morgen. Er nimmt Murats Sprinter mit nach Hause, denn damit soll er morgens alleine frische Waren kaufen. Das ist der zweite Morgen. Gleich geht's wieder los zum Großmarkt. Und ganz ehrlich, ich bin noch ein bisschen müder als gestern. Ich habe mich nicht dran gewöhnt. Großmarkt Berlin, wieder 3 Uhr morgens. Jetzt muss Martin alleine klarkommen. Murat hat ihm Geld und eine Einkaufsliste mitgegeben. Und er muss versuchen, beste Qualität und beste Preise rauszuholen. Jetzt bin ich zwar hier, wo ich gestern auch war, aber es ist alles wie neu. Leider soll er auch Sorten kaufen, von denen er noch nie gehört hat. Ja, toll. Rettschiff-Äpfel. Das ist die Äpfelwand. Ein Dutzend verschiedene Apfelsorten und nirgends Namen dran. Entschuldigung, welcher ist denn der Rettschiff-Apfel? Rettschiff? Der hier. Wo steht denn das drauf? Das ist ja ein Ding, ey. Danke dir. Auch vom nächsten Obst hat er keine Ahnung. Granatäpfel. Worauf achtet man da beim Kauf? Die sehen nicht gut aus, ne? Das ist doch Schimmel hier, oder? Wir haben was fragen bei dir. Guck mal, ist das hier Schimmel da oben drauf? Ja, aber das zeigt nur, dass es Bio ist. Wenn da jetzt nicht wäre zum Beispiel, ja, dann würde man Pestizide und sowas benutzen. Also kann ich kaufen? Das sieht drin auch schön aus. Ja? Ja, ja. Nach über 2 Stunden geht's an die Preise. Das ist meine Palette. Der Einkaufsleiter rechnet alles zusammen. Eine Kiste Elfjoghurt. Ja. Kiste Apfeljoghurt. Macht zusammen. Hat irgendeiner mitgerechnet? Rechne selber. Okay, wir rechnen. Du bist Geschäftsmann, du musst selber machen. Ja, hätte ich mir jetzt mitschreiben müssen, ne? Ein knallhartes Pflaster, aber angeblich super Freundschaftspreise. Das Buntradieschen, 5 Cent weniger als sonst. Ja. Danke. Ob Murat damit zufrieden sein wird? Martin bezahlt einfach mal. So, 116,60 Euro haben wir da. Damit sein Einkauf auch sicher ans Ziel kommt, erinnert sich Martin an den Trinkgeldtrick. Das ist meine Palette, die geht jetzt direkt in Murats Transporter. Ich bin echt stolz auf mich. Wäre Martin jetzt ein echter Obst- und Gemüsehändler, würde das jeden Morgen zwischen 3 und 6 Uhr so laufen, 6 Tage die Woche. Mit Sonnenaufgang hat er die Fracht tatsächlich zum Gemüseladen geschafft. Murat! Hey, du bist ja wieder da. Moin. Morgen, mein Lieber. Na? Hast du ausgeschlafen? Ich habe heute dank dir mal gut ausgeschlafen. Und ich war einkaufen. Erstaunlicherweise findet Murat den Preis okay fürs erste Mal. Aber hat Martin auch Qualität geliefert? Zufrieden? Hast alles bekommen, ja? Ja, ja, ist alles da. Sehr schön, hast du sehr schön gemacht, mein Lieber. Motiviert macht Martin jetzt auch die Lieferservice-Tour allein. Das heißt, auch das ganze Geschleppe. Diesem Dönerladen bringt er Salatgemüse. Während er alles nebenan durch den Lieferzugang karrt, lädt vor ihm ein zweiter Sprinter aus. Zusammen parken sie mal eben 7 Autos zu. Plötzlich okay für Martin. Guck mal, er bringt das Brot für den Döner. Ich habe gerade Rotkohl gebracht. Wir beide parken 2. Reihe. Und ganz ehrlich, langsam habe ich echt Verständnis dafür. Weil das sind so eine schweren Gewichte, die kannst du gar nicht lange tragen. Es muss kurz und schnell gehen. 100 Kilo Weintrauben. Oh. Was Martin wundert, die Autofahrer machen gar keinen Stress. Ich stehe in der 2. Reihe die ganze Zeit, aber niemand hupt. Die sind alle sehr verständnisvoll. Die Leute wissen halt auch irgendwie, glaube ich, doch an die ganzen Lebensmittel, das ganze Zeug, was die alle essen, was sie haben wollen, muss ja irgendwie da hinkommen.
Eine Stunde länger als üblich braucht Martin für die Tour. Jetzt noch bis zum Feierabend Murat im Gemüseladen helfen. Für Anfänger ist das auch ziemlich stressig. Was kosten die Kiwi? Wo ist denn die Petersilie hier, Mensch? Da. Und da darf es noch irgendwas sein dazu. Ich habe hier noch Granatäpfel. Murat sieht bei Martin durchaus Obstverkäuferqualitäten. Also, was ich bei ihm gut finde, dass er auf die Leute zugeht. Und das ist auch, er schämt sich nicht. Weil jemand, der sich schämt, der kann hier nicht verkaufen. Das geht leider nicht. Nach zwei Tagen Martins letzte Kundin. Murat meinte gerade, er würde mich hier übernehmen, aber nee. Auf gar keinen Fall, ey. Das ist sowas von mega anstrengend. Martin sagt Murats Obst- und Gemüsegeschäft richtig platt. Adieu. Ciao, ciao. Wahnsinnsknochenjob. Echt Respekt dafür. Für mich viel zu hart.